Liebe Filmfreunde, liebe Freunde der Friedrich-Ebert-Stiftung, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Film im Gespräch. Wir schauen uns gemeinsam einen Film an, der 1987 Premiere hatte. Der Film heißt Kindheit. Regisseur Siegfried Kühn, den wir heute auch hier begrüßen können. Ursprünglich hatten wir Carmen Meyer Anthony auch als Gesprächspartnerin eingeladen, aber ich soll ganz, ganz liebe Grüße bestellen. Carmen Meyer Anthony muss leider drehen heute in Köln. Es gab kurzfristig Änderungen im Drehplan und eine Schauspielerin kann sich dem nicht entziehen, aber sie wünscht uns allen einen schönen Abend und grüßt auch ganz herzlich den Regisseur Siegfried Kühn. Kindheit ist ein sehr persönlicher Film des Regisseurs. Darüber werden wir nachher im Gespräch nach dem Film noch vieles erfahren können. Vielleicht nur zu Siegfried Kühn noch ein paar Worte. Er hat an der Filmhochschule in Moskau studiert und hat eine ganze Reihe bedeutender Filme auch bei der DEFA gedreht. Ich will nur mal einige wenige nennen, die zu seinen wichtigsten Film zählen: 1971 Zeit der Störche, dann 1973 Das zweite Leben des Friedrich Wilhelm Georg Plato, 1980 Don Juan Kalibknechtstraße 78, 85 Der Traum vom Elch, 87 Kindheit, 88 Die Schauspielerin und der letzte Film 1992 Die Lügnerin. Dieser Film Kindheit knüpft ein bisschen an den Film an Das zweite Leben des Friedrich Wilhelm Georg Plato. Und zwar in einem Punkt, nämlich in der Liebe zum Zirkus und auch in der Wahl des männlichen Hauptdarstellers, nämlich des Regisseurs Fritz Marquardt. Diese Kontinuität werden wir im Film sehen. Fritz Marquardt, unverkennbar, knorrig, aber ein unglaublich präsenter Darsteller in diesem Film. Und Carmen Meyer Anthony hat mit dieser Rolle der Oma-Mutter, also relativ jung, spielt sie hier die Großmutter. Und da gibt es dann natürlich auch eine Fortsetzung, auf die ich gern hinweise. Das ist dann die Verfilmung von Jo Bayer, Der Laden nach Erwin Strittmatter, wo sie die anderthalb Mutter, Großmutter spielt, also anderthalb Meter groß, 1,50, die kleine Großmutter. Auch unverkennbar und grandios. Diese Reihe Film im Gespräch ist eine Filmreihe der Friedrich-Ebert-Stiftung, Landesbüro Sachsen-Anhalt. Dr. Ringo Wagner als Leiter des Landesbüros ist ein großer Filmfreund und über die Jahre haben wir in Halle, in Burg und in den letzten zwei Jahren im Moritzhof-Kino in Magdeburg Film im Gespräch präsentiert und aufgrund der derzeitigen Situation können wir dies eben nur im Livestream machen, aber das ist viel, viel besser, als wenn wir gar nichts machen dürften. Und der Vorteil von Livestream ist, wer heute es nicht sehen kann, kann es auch noch in den nächsten Wochen und Monaten sich anschauen. Es ist ein bleibendes Dokument.
Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei Eisturm und der DEFA-Stiftung, die diesen Film zur Verfügung gestellt haben, und wünsche uns jetzt einen guten Ton und ein scharfes Bild und sage: Film ab. Ja, liebe Filmfreunde, wir haben jetzt gemeinsam Kindheit gesehen, ein DEFA-Film, der 1987 Premiere hatte. Regisseur Siegfried Kühn, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Und in dieses Drehbuch, in diese Geschichte hinein auch Erlebnisse seiner Kindheit eingearbeitet hat. Siegfried Kühn ist 1935 in Breslau geboren. Also du bist Schlesier und du hast Schlesien erlebt, auch den Verlust der Heimat. Siegfried, vielleicht könntest du uns eingangs sagen, wie du auf die Idee kamst, diesen Film Kindheit zu machen, wie lange das auch möglicherweise schon sich in deinem Kopf bewegt hat und wann für dich der Punkt war, zu sagen, jetzt mache ich den Film. Ja, das hat natürlich zu tun mit meiner Liebe zur Großmutter, der ich ja unglaublich viel zu verdanken habe. Sie hat die Mutterrolle übernommen und sie war für mich ein unglaublich wichtiger Mensch. Du hast sie auch Oma Mutter genannt. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie ich auf dieses schöne Wort kam. Das hört sich ja wunderbar. Sie ist Mutter und Großmutter gleichzeitig, aber ich habe sie immer so gerufen. Ja, ja. Und meine Mutter hat mich ja als ich 2 war, verlassen. Es musste einfach so sein. Das waren so die Gesetze, die auf dem Hof eine Rolle spielten. Und sie ist nach Berlin gegangen, mit der Absicht, wie sie sagte, mich nachzuholen. Passierte natürlich nicht. Aber ich war bei meiner Großmutter eben sehr gut aufgehoben. Also, sie war wirklich gleichzeitig eine ganz, ganz tolle Mutter. Und das war auch der Grund, weshalb sie mir nicht aus dem Kopf ging. Mhm. Sie hat mich immer begleitet in allen. Du hast ja diesen Film auch deiner Großmutter gewidmet. Ja, ich habe ihn ihr gewidmet, natürlich. Ja, natürlich, das hat mich lange bewegt. Ich habe lange über die Geschichte nachgedacht. Und eines Tages habe ich sie aufgeschrieben. Mhm. Und daraus ist dann der Film entstanden. Nun, das war auch, der Start war auch nicht ganz leicht. Es gab ja dann immer noch dieses Problem mit der Oder-Neiße-Grenze. Der Stoff lag ziemlich lange, die Geschichte im Studio. Mhm. Ja, und dann kam irgendwann der Moment, wo sich die internationalen Beziehungen wieder ein bisschen geändert haben. Und dann durfte ich den Film machen. Also den hatte ich aber immer in Reserve. Das war überhaupt so im Studio. Man musste, um einigermaßen regelmäßig Filme zu machen, man musste immer einen Ersatzstoff haben. Wenn der eine nicht genehmigt wurde oder so, da gleich der nächste. Hm. So war das. Dramaturgie hat Dieter Wolf. Hat Dieter Wolf auch am Drehbuch mitgearbeitet? Nein. Nein, hat er nicht. Er hatte nur eine wunderbare Idee. Und das ist die Szene im Bett, ja. wo er sagt, so, ich warte, bis der Hahn kräht. Und dann fasse ich ihm unter die Decke. Und da sagte Dieter Wolf, aber Mensch, dieser Satz, vielleicht ist er schon tot. Der war von ihm. Ach. Eine tolle Idee. Ja. Wie viel ist denn sozusagen Autobiografisches da eingeflossen? Also der Großvater, ich denke mal, diese Geschichte war nicht authentisch, dass du am Tod deines Großvaters irgendwie dich schuldig gemacht hast. Nein, das nicht. Aber die einzige Szene, die ganz authentisch ist und die ich genauso inszeniert habe, wie wir sie gesehen haben, das ist die Szene mit der Kutsche. Ja. Wo dieser Unfall passiert ist. Alles andere, alle anderen Szenen sind natürlich, das ist alles Erfindung. Mm. Vieles inhaltlich ist es authentisch und hat alles so stattgefunden. Ja. Aber wie ich die Geschichte erzähle, das ist natürlich eine ganz andere. Aber man sieht ja, das ist ja schon gegen Ende des Krieges, man sieht,
dort auch, wie es auf dem Dorf zugeht. Günter Junghans spielt ja grandios diesen Ortsbauernführer, diesen Fanatiker. Solche Leute gab es ja in den Dörfern, die anderen da auch wirklich Schwierigkeiten gemacht haben und auf die politische Sauberkeit im Sinne der Nazi-Ideologie und der Nazi-Diktatur geachtet haben. Ja, ich kann noch eine Geschichte erzählen. Ich ging zur Schule und der Ortsbauernführer kam mir entgegen. Ich hab da nichts gesagt. Er sagt, komm mal zurück. Wie läuft das hier richtig? Ich musste zurückgehen und Heil Hitler sagen. Das war so ein Typ zum Beispiel. Ja, ja. Nun, wie kamst du auf diese Zirkusgeschichte? Nardini. Ja, die habe ich mir einfach ausgedacht. Also Zirkus ist ja immer was Tolles. Ne? Ja. Und in dem Dorf in Ölschen gab es so richtig keinen Zirkus, aber es gab aber solche Veranstaltungen. Aber Zirkus ist doch immer was Wunderbares und das habe ich mir ausgedacht einfach. Mhm. Wie bist du, ich meine, der Film lebt natürlich, jeder Film, gerade wenn, sag mal, so herausragende Hauptrollen existieren, wie die Oma-Mutter, wie dein alter Ego, der Junge, aber auch Nardini. Mit Fritz Marquardt hattest du ja den Plato gemacht und da gibt es ja auch eine Szene, wo er so eine Zirkusmoment hast du da ja eingebaut. Das war für dich dann schon klar, dass Fritz Marquardt diesen Nardini spielt? Ja, das war klar. Ich habe diesen Nardini richtig für Marquardt geschrieben. Ja. Das war klar. Hm. In Plato, da habe ich ihn ja erstmal kennengelernt, aber dann. Und diese Zirkusgeschichte und diesen Typ, diese Figur, das hat alles mit der Persönlichkeit Marquardt irgendwie auch zu tun. Mhm. Und ich habe das richtig, richtig für ihn gemacht eigentlich. Mhm. Und die Idee, die weibliche Hauptrolle mit Carmen Maya zu besetzen, war das von vornherein klar? Also man könnte sagen, dass sich Maya selbst besetzt hat. Ja. Und das ist folgende Geschichte. Ich hatte ja zuerst die Idee, mit Trude Bechmann zu arbeiten, weil vom Charakter her wusste ich genau, das muss so eine skurrile Figur wie Trude Bechmann, die am Deutschen Theater war, die hatte ich auch, die kannte ich schon ganz gut. Ich merkte dann aber, dass natürlich mit dem Alter für eine Liebesgeschichte, dass es nicht funktioniert. Und es sprach sich dann schon herum, dass ich, wen ich da suche, dass ich eine Großmutter suchte, und er sagte, wie war das noch? Da sagte Maya zu Katrin, saß mit der ich damals zusammenlebte, sag doch dem Kühnmeier, er soll mich mal ausprobieren. Ja. Und ich fand die Idee gar nicht so schlecht, das habe ich gemacht und es passte. Ja. Und sie konnte in der Zeit ein junges Mädchen spielen, aber sie konnte gleichzeitig eine Großmutter spielen. Ja. Das ist unglaublich. Ja. Und dann, was man sagen muss, was ganz wichtig ist, sie ist eine Komödiantin. Mm. Es gibt viele gute Schauspieler, aber es gibt ganz wenig Komödianten. Mm. Das sind die besonderen Schauspieler. Und sie gehört dazu. Trude Bechmann gehörte dazu. Mm. Rolf Hoppe und eine ganze Reihe. Hermann Bayer auch, bei dem sieht man es auch. Ja. Die haben eine, das ist so eine unfreiwillige Komik. Das ist etwas, was man mitbringt. Das sieht man, man sieht es an den Augen. Ja. Das ist eine Tragikomik, die bringt man mit ins Leben. Und das ist das Besondere. Ja? Ja. Und die spiegelt, also diese tragikomische Ausstrahlung, die ist auch in der Wirklichkeit am nächsten, weil das ganze Leben ist ja letztlich eine Tragikomödie. Mhm. Erleben wir jetzt auch gerade in der Politik. Ja, und insofern war das schon, ja, das war fantastisch, mit ihr zu arbeiten natürlich. Und dann noch etwas, das habe ich auch nur mit Fritz Marquardt erlebt, wenn sie eine Rolle spielen, dann ganz. Also das mit dem Messerwurf hier, das hätte natürlich kein anderer Schauspieler gemacht, natürlich. Also alles mit vollem Einsatz. Und sie wurde ja nun, das muss man ja an der Stelle sagen, verletzt. Sie wurde auch verletzt. Das letzte Messer ging
hat ins, das Ohrläppchen abgetrennt. Ja, ja, also dicht am Auge vorbei, das war schrecklich. Aber sie hat weitergespielt. Also sie sie hat das weitergespielt. Ja. Heute macht man sowas mit dem Trick natürlich, das war damals nicht, hatten wir keine Möglichkeit. Und Kunstmann, dieser geniale Trick-Kameramann der DEFA, der kleine Muck, das kalte Herz gemacht hat, das Geheimnis mit ins Grab genommen. Ja. Er hätte das auch geschafft, hätte man das auch natürlich mit Trick machen können. Aber so war es eben, ja, das war... Ja, und diese Haltung, die war natürlich bewundernswert, gleichzeitig natürlich auch unglaublich gefährlich. Ja, sie hat sich aber freiwillig dazu entschieden. Ne? Mm. Sie wurde nicht bedrängt, aber es war sehr gefährlich natürlich. Und die gleiche Geschichte ist mit Marquardt auch passiert, als ich Plato gedreht habe. Er ist vor einer Lokomotive gelaufen, gestolpert, also es war aber inszeniert, hat noch irgendetwas vorher gemacht und ist im letzten Moment hat die Gleise verlassen. Und das ist auch ein Wahnsinn natürlich. Mm. Und das sind wenige Schauspieler, die dazu bereit sind, also mit so vollem Einsatz zu spielen. Naja. Also ich habe eine Erinnerung gehabt, als ich Carmen Maya dort in dem Strohdiem agieren gesehen habe. Ich habe sie das erste Mal auf der Bühne 1969 in Weimar anlässlich der Shakespeare-Tage in einer Shakespeare-Komödie gesehen und da hat sie auch so agiert. Und da ist sie mir aufgefallen als großes Talent und von da an habe ich eigentlich die Karriere von Carmen Maya immer verfolgt. Und dieses Komödiantische, das war, also da war sie ja gerade nicht mal 24, 23 Jahre alt, das war schon zu sehen und eine unglaubliche Bühnenpräsenz und hier auch eine Leinwandpräsenz. Ja. Sie strahlt etwas aus, das irgendwie auch so authentisch rüberkommt, was nur ganz wenige, glaube ich, wirklich können und haben. Ja, ja. Maya Anthony ist eine große Begabung auf der Bühne und auch vor der Kamera, gar keine Frage. Nun, hast du auch in den anderen Rollen sehr gute Schauspieler besetzt? Ich denke, das ist ja für dich als Regisseur auch immer ein ganz wichtiger Aspekt gewesen, überzeugende Darsteller zu finden. Ich möchte nur einige nennen, die mir besonders aufgefallen sind. Das ist erstmal der Großvater Helmut Müller-Lankow, also der ja hier auch sehr eindrucksvoll spielt. Dann der polnische Schauspieler Andrzej Pyczynski, der ja in mehreren DEFA-Filmen mitgespielt hat, der hier diesen polnischen Arbeiter spielt auf dem Hof oder Knecht. Günter Junghans als diesen Ortsbauernführer, Hermann Bayer als diesen Kriegsinvaliden, der ja für diese Rolle auch ausgezeichnet worden ist als beste Nebenrolle. Ja. Ja, also das muss man wirklich sagen, auch sehr gut gewählt ist die Stimme des Erzählers Alfred Müller. Davon lebt der Film natürlich auch. Das war auch eine sehr gute Idee, diesen Erzähler hier einzuführen. Wenn du dich jetzt nochmal an die Dreharbeiten erinnerst, Siegfried, wie intensiv ist dir da auch sozusagen deine eigene Kindheit nochmal bewusst geworden? Oder hattest du einen professionellen Abstand? Ja, das war beides gleichzeitig. Natürlich hat Mikro. Mich die Kindheit begleitet, selbstverständlich. Siegfrieds Mikro. Ja, ja. Und wir haben ja auch, ich war mit dem Szenenbildner direkt in Uelschen und wir haben die ganze Innendekoration. Also du hast gesagt, es liegt 80 Kilometer von Breslau entfernt. 80, ja, ja. Ja. Nein, ich wollte sagen, in der Vorbereitung, das hätte man lassen können, aber es war mir wichtig, den Hof
Und die ganze, die Räume in Oelschen, die Küche, das so zu wiederholen, wie ich das kannte aus Oelschen. Und das, wie gesagt, wir haben da ein paar Tage verbracht und der Szenenbildner Georg Vratsch hat es im Studio genau nachgebaut, absolut, bis in jedes Detail, die Küche zum Beispiel besonders, den Flur, den Hof, Das war schon, wie gesagt, ich hätte es lassen können, aber es war dann gleichzeitig wieder die Rückkehr in die Kindheit. Ja. Und im Übrigen ist es ja auch so, man macht ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, man macht ja die Filme, jedenfalls bei mir war es so, man macht ja die Filme für sich. Natürlich hat man Glück, wenn der Film dann dem Zuschauer auch noch gefällt. Aber wenn man, wenn es nicht die eigene Geschichte ist, wenn man es nicht in irgendeiner Weise biografisch ist, wird daraus auch nichts. Ja? Und also ja, ich habe, das kann ich so direkt sagen, ich habe die Filme eigentlich immer für mich gemacht. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, deshalb habe ich da auch nicht mehr mitgespielt. Nach dem Mauerfall machte man die Filme ja dann nur noch für den Zuschauer und das wäre nichts gewesen. Das geht nicht. Siegfried, dieser Film thematisiert ja auch am Ende, das ist die letzte Szene eigentlich, die Vertreibung. Die Heimat ist verloren gegangen. Wie war das für dich persönlich, also die Heimat zu verlassen, ist die Liebe in dir zu dieser schlesischen Heimat, zu deiner Kindheit immer wach geblieben oder war das irgendwann... Nein, das war mir schon sehr wichtig. Es gibt ja, man kann sich ja darüber streiten mit dem Begriff Heimat, was das ist, aber für mich ist dieser Ort, dieser schlesische, dieses Dorf Oelschen sehr wichtig. Und immer wenn es mir sehr schlecht geht, ein seelisches Tief oder so etwas, fahre ich dahin, da fahre ich nach Breslau und nach Oelschen. Da geht es mir wieder gut. Das ist ein ganz wichtiger Bezugspunkt für mich. Also ganz wichtig. Du lässt ja Nardini sagen, Heimat ist da, wo man sich wohlfühlt. Ja, das ist ein guter Satz. Ja. Heimat ist, wo man gut behandelt wird, genau. Ja. Und nun, das Haus ist natürlich inzwischen bewohnt von Polen, ist ganz klar. Und mein Sohn, der Jakob, hatte vor, das Haus zu kaufen. Das ging dann nicht, das war auch in einer Zeit, jetzt kann man das inzwischen. Damals ging es noch nicht, ja. Damals war das noch nicht möglich. Vielleicht mal noch ein paar Sätze zu deiner wirklichen Oma-Mutter. War die, wie du sie hier beschreibst, durch Kam Maya, war die auch so witzig? Hatte sie auch diese Attribute, die du ihr zuschreibst, also dass sie fast heilerische Fähigkeiten hatte? Nein, das hatte sie alles überhaupt nicht. Meine Großmutter hatte die Güte, eine unglaubliche Güte, aber alles andere, die Geschichte mit dem Zirkus, die Liebesgeschichte, ist alles erfunden. Das hätte für die wirkliche Geschichte meiner Großmutter hätte für eine Filmgeschichte einfach nicht ausgereicht. Ja. Das habe ich mir alles ausgedacht. Aber die Seele stimmt überein, würde ich sagen. Und das ist schon so. Man sollte an dieser Stelle, glaube ich, auch noch mal die gute Kameraführung von Peter Ziesche erwähnen. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist die Musik, die ja bei dir auch sehr wichtig ist. Du bist ja auch ein großer Musikfreund. Hans-Jürgen Wenzel. Ja. So ein, zwei Sätze noch zur Kamera und Musik, wie du das siehst. Ja, natürlich Ziesche, das ist ein so hervorragender, toller Kameramann. Es war eine so tolle, fantastische Zusammenarbeit mit ihm. Das war einfach ein Genuss, mit so einem Kameramann zu arbeiten. Ja, das mit Wenzel, na, das war ein bisschen, ich habe ja alle Filmmusiken mit ihm gemacht. Und er hatte ein Talent, ich habe ja meistens klassische Motive als Ausgangspunkt benutzt und diese klassischen Motive in eine moderne Variante zu bringen, das war sein großes Talent, das konnte er fantastisch. Das ist
fast in all meinen Filmen, die ich gemacht habe, geschehen. Und natürlich Georg Fratsch ist ein ganz fantastischer Szenenbildner. Mm. Der hat das so, so gut gemacht. Und er hatte, er sagte mir auch, er hat lange in, das war das Besondere wahrscheinlich, er sagt, er hat in seiner Dekoration gesessen und überlegt, oder noch davor, wie könnte das etwa gewesen sein? Ja, und er hat das ausgesponnen und deshalb stimmte jedes Detail, auch bis ins Detail, so genau, so lebendig, eine große Begabung. Nun habe ich hier auch noch mal ein Filmzitat von einem deiner Filme gesehen, nämlich Don Juan, Karl-Liebknecht-Straße 78, nämlich dieser Auftritt des Großvaters wie der Komtur im Don Giovanni, ja. der dann zum Tod des Großvaters führt, also wo er mit dem Stock dem Polen im Grunde genommen vom Tisch schlagen will. Ja, das ist der Auftritt des Großvaters ist natürlich ein Zitat aus Giovanni und das war, vielleicht kann ich es noch mal irgendwann umsetzen. Ich habe sehr viel dran gesetzt, diese Oper mal zu inszenieren. Hm. Ist bisher nicht passiert, leider. Vielleicht irgendwann. Aber in Don Juan Karl-Liebknecht-Straße 78 hast du es ja schon mal gemacht. Da ist es ein Regisseur, der in dieser Filmgeschichte die Oper Giovanni inszeniert. Aber das sind der wunderbare Hilmar Tate. Ne? Hilmar Tate hat das gespielt. Ja. Und insofern habe ich dann doch einen Wunsch von mir umgesetzt. Ja. Aber Opernregie, das hat mich auch sehr interessiert. Das wäre auch eine Variante zur Filmregie gewesen für mich. Zur Theaterregie kommen wir noch. Ja. Aber ich würde auch noch mal gern zwei jugendliche Darsteller nennen, also den Marc Poser, der den Alfons spielt, und die Caroline Friederike Pöschel. Mhm. Und Friederike Pöschel ist Schauspielerin geworden, Marc Poser meines Wissens nicht. Nein, der hat es nicht geschafft. Ja. Aber vielleicht auch nochmal so, wie du als Regisseur dann mit Kindern arbeitest, denn der Marc ist ja auch eine grandiose schauspielerische Leistung. Also, natürlich. Aber entscheidend war erstmal, so einen Jungen zu finden. Na, das sind Glücksfälle natürlich, wenn man so. Aber wie das ist in der Pubertät, ist es relativ einfach, Kinder mit dieser Unbefangenheit, mit diesem Talent ist es ja noch nicht. Sie spielen da etwas, das ist unglaublich, wie auch. Kinder in dem Alter in der wunderbare Bilder zu malen und denken, oh, das wird ein großer Maler. Das ist trügerisch, weil der Marc Poser wollte ja Schauspieler werden, natürlich war sein Traum, aber das war dann vorbei. Findet nur in der Pubertät statt, wo man diese Lust zum Spiel, diese Unbefangenheit. Ja, und wahrscheinlich mit ihr, mit diesem Mädchen, die hat es wahrscheinlich dann geschafft. Ne? Ja. Wie wir heute erfahren haben, eine Post, die ist Schauspielerin geworden. Knut Elstermann hat ja mal ein Buch geschrieben über die DEFA-Filmkinder und da gibt es eben eine ganze Reihe von Filmkindern, die es nicht geschafft haben, die keine Schauspieler geworden sind. Einige haben es geschafft, sind auch manche auch wirklich bemerkenswerte Schauspieler geworden. Aber trotzdem sind Filmkinder mitunter so gut, dass die professionellen Schauspieler da ganz schön zu kämpfen haben, auch da standzuhalten, ne? Ja, und hier muss ich sagen, hier hat mir Maya auch geholfen. Die hat ihn so, sich so um ihn gekümmert und ihn auch mit aufgebaut für eine Szene. Das war schon
das war schon sehr hilfreich. Mhm. Ja, das ist auch mit ihr Verdienst, muss ich sagen, wie sie mit dem Jungen umging. Das war toll. Mhm. Nun hast du ja in diesem Film deine Geschichte thematisiert, hast aber, glaube ich, auch sehr klug in den Mittelpunkt des Films ja eine Liebesgeschichte gestellt. Wie bitte was? Eine Liebesgeschichte, ja. Die von der Oma, Mutter und Nardini. Mhm. Das ist natürlich noch eine andere Ebene, wo du dich dann im Grunde genommen auch zurücknehmen kannst, als der Junge, der du damals warst. Ja, mir ging es hier, das ist ein Thema vieler meiner Filme, die starke Person, die starke Frau und der Mut, nochmal alles in Frage zu stellen, was im Moment stattfindet, was war, sondern einfach alles hinwerfen angesichts des kurzen Lebens und zu sagen, so, ich fange nochmal an. Ja? Mhm. Und das, dieses Thema gibt es fast in all meinen Filmen. Mhm. Und das ist hier bei Maya auch diese Entscheidung, die sie fällt, alles hinter sich zu lassen und ja, nach neuen Wegen zu suchen. In einer ganzen Reihe deiner Filme gibt es ja diese starken Frauen, die durchaus, wenn man das so betrachten will, ja sehr emanzipiert sind. Also das beginnt ja schon in Zeit der Störche, die wunderbare Heidemarie Wenzel. Das ist auch sehr stark in dem Film zu sehen, Der Traum vom Elch, also die Schauspielerin, ja, immer wieder große Frauen. Naja, es ist der geflügelte Satz, verändern heißt sich erneuern. Mhm. Das ist eigentlich das Thema, das geht durch all meine Filme. Mhm. Von Zeit der Störche noch nicht, aber eigentlich in Plato, da beginnt das. Mhm. Und das ist natürlich auch diese tolle Geschichte, die Helmut Beierl geschrieben hat, die beschreibt, dass er das zweite Leben des Friedrich ist. Es geht immer um das zweite Leben, um den Aufbruch, um den Neubeginn. Das war von ihm auch nochmal für mich so ein Anstoß. Das muss es eigentlich, das ist es doch eigentlich, worum es, also für mich jedenfalls, worauf es im Leben ankommt. Ne? Nicht den geraden Weg, sondern immer die Suche nach neuen Möglichkeiten, wie gesagt, dazu ist das Leben zu kurz. Und das habe ich bis zu meinem letzten Film, bis zur Lügnerin, ist es das Thema. Ja. Und, aber es ist ja auch dein Lebensthema, denn ja, Siegfried, du hast zwar dann aufgehört, Filme zu machen, aber wir kennen uns ja lange, du bist trotzdem immer ein kreativer Mensch geblieben. Du hast dich sozusagen auf die Seite des Schreibens begeben. Du hast mit Die Erdorgel ja einen Roman geschrieben, der auch sehr viele autobiografische Bezüge hat. Und wie ich weiß, sitzt du ja jetzt wieder an einem Buch. Vielleicht kannst du da mal ein paar Sätze dazu sagen. Genau, das zu dem, was ich eben gesagt habe, dass verändern heißt sich erneuern. Nachdem ich ja ungefähr 10 oder 13 Filme gemacht habe, habe ich mir gesagt, also das kannst du nun einigermaßen, es ist mir gelungen, mehr oder weniger gute Filme zu machen. Und jetzt ist doch mal die Zeit, wo du etwas machen musst, was du noch nicht kannst, was sehr schwer ist, was viel schwieriger ist, als Filme zu machen, das ist das Schreiben. Beim Schreiben, was ist beim Film? Schon im ersten Studienjahr wurde uns ja gesagt, Film ist eine synthetische Kunst. Bei aller Achtung, es gibt wunderbare Filme, aber was heißt synthetische Kunst? Es ist eine nachgeahmte Kunst. Mhm. Der Film nimmt sich von ganz vielen Bereichen aus der Musik, aus der bildenden Kunst und vermischt das sage ich jetzt ironisch, zu einem
Brei. Aber zu einem guten Brei. Und ich habe mir, ja, und das reichte dann für mich. Ich wusste dann, wie das geht, und ich wollte dann einfach etwas machen, was ich nicht kann. Und natürlich war das, ich habe das, was ist beim Schreiben? Du hast nichts, du hast ein weißes Blatt. Und alle Kunst beruht ja auf diesen drei Säulen. Das ist die Dichtung, das ist die Komposition, das ist das Malen. Das sind die drei Säulen. Und alle drei, alle haben nur das weiße Blatt. Und ich glaube, Michael Romm hat gesagt, das war ein weißes Blatt, welch eine Poesie. Was kann man daraus machen? Und das ist... Wie viel Unschuld noch, ja? Ja, wie viel Unschuld. Ja. Und ich habe ja tausende von Seiten geschrieben, die natürlich... gleich, nicht am selben Tag, aber den Tag darauf, in den Papierkorb flogen. Natürlich, das war so ein Fernstudium für mich, viele, viele Jahre, bis ich an den Punkt geraten bin, wo ich gesagt habe, oh, jetzt kannst du das einigermaßen. Und das ist das erste Buch entstanden, das zweite Buch mit dem Titel Du küsst wie Rachmaninow oder Der Blick in die Unentrinnbarkeit geht in diesem Jahr, wenn ich Glück habe, noch in den Druck. Das ist eine Liebesgeschichte, die im Kalten Krieg spielt. Mhm. Und eine sehr starke Frau, eine Polin, in Deutschland lebende Polin, Vanessa, die umkreist wird wie die... wie zwei Planeten um die Sonne, zwei Männer. Der eine ist ein hoher Geheimdienstoffizier und der andere ist ein französischer Spion. Und ja, da ist eine leidenschaftliche Liebesgeschichte. Mhm. Das Buch, an dem ich jetzt arbeite, das ist eine Kain- und Abel-Geschichte, also Brudermord. Im Mittelpunkt steht aber auch wieder eine starke Frau, eine Partisanin. Sie beginnt 43, sie ist dann in der Gefangenschaft einem Hof, übrigens in Schlesien, so wie in Oelschen. Mhm. Und da gibt es einen Josef, den sie kennenlernt, und da entsteht eine große Liebe. Mhm. Da aus dieser Liebe entsteht der eine, der Adrian, und der andere viel später, als sie dann wieder in Krasnodar in Russland ist, mit dem neuen Mann, der Maxim. Hm. Ja, und da gibt es verrückte Situationen, die am Ende zum Brudermord führen. Hm. Spannende Geschichte. Daran arbeite ich jetzt. Aber dazu brauche ich noch ein halbes Jahr, bis das fertig ist. Ungefähr. Siegfried, kommen wir noch mal zu deinem Studium in Moskau. Wir haben uns ja schon öfter darüber unterhalten, und du hast ja auch immer betont, wie gut das war, dass ihr als Regisseure mit den Schauspielern zusammen wart, dass ihr auch Theaterregie kennengelernt habt. Und du hast damals eine Inszenierung Arturo Uy gemacht und hast nun... Jahrzehnte später, im vorigen Jahr. Das ist eine ganz verrückte Geschichte. Ja, erzähl das mal. Ja, ich bekam einen Anruf, das war fast nicht ganz für Mitternacht, und das war Kolja Gubenka, der in Russland ist er bekannt. Und er sagte: Siegfried, wollen wir nicht noch mal den Uy inszenieren? Das war die Blumeninszenierung der Uy, also, und Kolja Gubenka spielte den Uy so grandios, also wirklich vergleichbar mit Eckhard Schall, ist nicht übertrieben, so dass er über Nacht berühmt wurde in Moskau. Das war eine so sensationelle Inszenierung durch ihn, durch Brecht natürlich auch, ich hatte damit auch was zu tun, logisch. Aber was er da geschafft hat, wie er gespielt hat, daran erinnern sich die Leute bis heute. Ja, und das, damit machte er seine Karriere. Er wurde
bei Gorbatschow Kulturminister, bekam sein Theater, war Mitglied der Duma, mischte dann auch in der Politik mit. Und der rief mich nach 50 Jahren an und sagte, Siegfried, wollen wir das, was wir an der Gig gemacht haben, nicht nochmal wiederholen? Und das betrachtete er, wie ich glaube, er hat ja sein eigenes Theater, als sozusagen seinen krönenden, wie man sagt, Abschluss seiner Karriere. Und da habe ich gesagt, na Kolja, natürlich, wenn du den Ui spielst, mache ich das, da komme ich. Und dann bin ich nach Moskau gereist und dann ging es los. Und Furchtbare, was dann leider passiert ist, er wurde krank während der Inszenierung und starb. Oh, und ich stand dann natürlich vor der Aufgabe, was wird jetzt aus der Inszenierung? Muss man das abbrechen? Werde ich einen Ui finden, der das erfüllt, was Gubenka gespielt hätte? Da hatte ich Glück, dass ich das geschafft habe. Der ist ein ganz anderer wie der, den Gubenka gespielt hätte. Aber er war auch ungewöhnlich, also ordentlich gut. Und die Inszenierung, die läuft ja jetzt immer noch in Russland. Wird ja Theater gespielt. Und vorige Woche war gerade wieder eine Aufführung. Und tja, das war dann die Moskauer bekannten Schauspieler sterben ja auf der Bühne. Das hatte ich auch noch nicht erlebt. Das war unglaublich berührend. Die Schauspieler werden auf der Bühne aufgebahrt, offen. Und dann trägt man sie dann. Klar, der Sarg wird dann auf die Straße getragen und da wird nicht geweint, geheult, da wird geklatscht. Man klatscht Beifall und es kommen da Bravo-Rufe. Das ist unglaublich, ja, das ist fantastisch, wie ein Schauspieler verabschiedet wird. Also er wird auf der Bühne verabschiedet, ist ein anderer Bühnen, im übersetzten Sinne auch ein Bühnentod natürlich. Ne? Ja, wie das, ein König eigentlich. Ja, 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 ja. Und Gott sei Dank gibt es diese Inszenierung. Er hat wirklich da alles getan, dass diese Inszenierung, weil das eben, das war sein Abschluss. Es gab noch nie eine so kostenaufwendige, so teure. Der Bühnenbildner hatte aus einer Treppe eine Maschine gemacht, so ungefähr vorstellbar wie so eine Maschine wie der Drache im deutschen Theater. Also nicht eine Treppe, sondern es war eine Fabrik und eine Theatermaschine. Unglaublich. Das wollte er haben. Und daher ist es auch, es ist eine erfolgreiche Inszenierung geworden. Gott sei Dank, dass ich das Glück hatte, nochmal einen Ui zu finden, einen Ui aufzubauen. Und toll auch, dass es jetzt gespielt wird. Ne? In Moskau wird Theater gespielt. Ja. Siegfried, wir haben uns ja schon verständigt, dass wir, sobald die Kinos wieder geöffnet werden, also ich hoffe mal, dass wir im Herbst im Kino Toni einen Mitschnitt deiner Inszenierung zeigen können. Du würdest dann dabei sein und würdest das auch übersetzen. Und ich weiß ja, dass viele deiner Freunde und Kollegen auch geplant hatten, nach Moskau zu fahren, aber dann kam eben auch die... Es war geplant, natürlich. Die Pandemie dazwischen. Ich hatte Glück, dass ich noch rüberkam zur Premiere. Das aber du konntest ja auch ewig gar nicht zurückkommen dann, ne? Ja. Naja gut, das war eine andere Situation. Die Probezeit war ja normalerweise für 3 Monate angesetzt, aber dann konnten wir nur noch mit Zoom arbeiten und dadurch, das war von Vorteil, weil ich konnte natürlich sehr an den Dialogen arbeiten, aber dadurch verlängerte sich die Zeit um noch 2 Monate. Also ich hatte eine Probenzeit von 5 Monaten, das ist natürlich grandios. Unfreiwillig ist das passiert. Das natürlich darüber würde sich jeder Regisseur freuen. Das war natürlich ein Geschenk. Ne? Und das hat dadurch hat die Inszenierung auch noch gewonnen, weil ich habe natürlich ja die
russische Sprache ist eine Musik, wer Puschkin russisch gehört hat. Und das alles auf die rationelle Diktion von Brecht zu bringen, das war natürlich, das war nicht leicht. Ich hatte aber den Ehrgeiz, das zu machen. Ich hatte auch eine Sprecherzieherin dabei, die mir geholfen hat. Aber es ist uns am Ende gelungen. Also Brecht hätte glaube ich, abgenickt. Ja, Siegfried, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für dieses Gespräch, dass wir auch jetzt nochmal den Bogen in die Gegenwart bekommen haben und unsere Filmfreunde auch sich davon überzeugen konnten, dass du immer noch künstlerisch aktiv bist. Ich wünsche dir Gesundheit, weiterhin Schaffenskraft, viel Erfolg mit deinen Büchern und auch viel Erfolg für die Moskauer Inszenierung. Schön, dass du da warst und ich hoffe und wünsche, dass wir in normaleren Zeiten dann auch wieder Filmgespräche vor Publikum im Kino machen zu deinen Filmen. Herzlichen Dank. Ja, das wird wohl passieren, das hoffen wir ganz stark. Und ich danke dir, Paul, für dieses schöne Gespräch mit dir. Vielen Dank. Liebe Filmfreunde, ich wünsche allen einen schönen Abend und möchte auf unser nächstes Livestream-Filmgespräch hinweisen am Mittwoch, den 12. Mai, wiederum um 18 Uhr. Auf der Homepage des Landesbüros Sachsen-Anhalt, der Friedrich-Ebert-Stiftung, wird der Film Die Architekten aus dem Jahr 1990 gezeigt. Und meine beiden Gesprächspartner sind die Hauptdarstellerin Rita Feldmeier und der Regisseur Peter Kahane. Wer den Film nicht kennt, es ist ein unglaublich sehenswerter Film, der auch fast symbolisch das Ende oder die Gründe für das Ende der DDR am Beispiel der Architekten zeigt. Und es sind auch sehr gute schauspielerische Leistungen und eine wunderbare Regiearbeit, die Peter Kahane dort geliefert hat, Kamera Andreas Köfer, also ein sehr sehenswerter Film. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder dabei sind und bedanken uns nochmal ganz herzlich bei Cine Plus, bei der Technik, die für den guten Ton und das scharfe Bild verantwortlich waren. Und herzlichen Dank an die Friedrich-Ebert-Stiftung Sachsen-Anhalt, Landesbüro Sachsen-Anhalt und Dr. Ringo Wagner und sein Team. Auf Wiedersehen.